Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute werden wir endlich mal das Geheimnis der 40 lösen, die ihr da unten seht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe die letzten Tage mal etwas angesammelt, habe extra nicht auf den Goldpass draufgeklickt. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, Fred, dadurch kannst du die Saisonbank ja nicht ausbauen und so weiter und so fort. Ist in diesem Account im Endeffekt komplett egal, weil ich farme die Saisonbank sowieso voll, ich krieg den Goldpass sowieso voll. Das läuft hier sowieso alles. Also von daher, ja, immer mal wieder eine Million dabei. Das ist auch mal ganz cool. Ich habe auch endlich wieder die Fratzel aktiviert. Die Schleichkobolde hier. Schleichkobolde und, also, ich habe die beiden aktiviert. Und jetzt würde ich mal sagen, klicken wir mal drauf. 3, 2, 1. Diesmal sind wir zu weit gegangen. Los! Achtet mal oben auf die Leiste. Achtet mal oben auf die Leiste. Sie läuft voll und sie läuft weiter und sie läuft weiter und sie läuft weiter. Oh Gott, wie weit kommen wir denn? Oh, 2030. Das fehlte mir noch. Nein, das fehlte mir noch. Ding, 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 ding. Sie läuft immer weiter. Sie holt uns ein. Sie holt uns ein bis da oben hin. So, größere Saisonbank. Den Schub reingekloppt. Wir kriegen so viele Preise. Wir kriegen so viele Preise. Habe ich sonst irgendwas vergessen jetzt? Ja, Uhrenturmtrank. Oh, den brauche ich. Den brauche ich unbedingt, den Uhrenturmtrank. Bauarbeitertrank, Trainingstrank. Jawolski, Jawolski, Jawolski. Nehmen wir alles mit. So, was haben wir denn noch für Preise hier offen? Ressourcentrank, Runde des Bauarbeitergoldes, Forschungstrank, ja, Buch der Helden. Ich habe eh noch so viel Zeugs, was ich noch irgendwann die Tage mal ausgeben muss. 20 Tage dauert die Saison noch, okay. In 3 Tagen gibt es wieder neue Herausforderungen. Dafür bekommen wir 200. Dann wäre ich auf 2230. Okay, ja, wir kriegen es nicht voll. Dazu müsste ich dann echt schon alles fertig machen. Also, müsste ich erstmal warten. Also, was ich mir jetzt geholt habe. Ist der Bauarbeitertrank. Jawolski. So. Bauarbeitertrank haben wir am Start. Ich brauche auf jeden Fall hier auch den Uhrenturmtrank. So. Denn die Kampfmaschine ist auf dem Weg Richtung Level 30. Wenn die Kampfmaschine auf Level 30 ist, kann ich endlich die Otto-Hütte ausbauen. Und für die Leute, die sich wundern, wir können ja mal ganz kurz auf meinen Clan draufklicken. Der Clan besteht aktuell nur aus Queen und mir. Und das hat den Grund, ich werde den bald natürlich wieder offen für alle stellen. Ein Platz ist allerdings schon belegt, weil ein Mitglied noch reinkommt. Falls derjenige jetzt zuguckt, ich habe dich nicht vergessen. Du kommst vorher rein, ich wechsle allerdings die Accounts aus. Queen kommt mit Queen Bubsy und Fred kommt... Also ich komme mit dem Fred-Account, weil die beiden hier irgendwann auch mal wieder zurück nach The Return müssen, weil sie schon lange nicht mehr da waren. Dann stelle ich den Clan offen für alle, dann könnt ihr alle reinkommen und dann haben wir Spaß, machen zusammen die Clanspiele. Ja, machen ein paar Kriege zusammen, ein paar Clankriege und haben einfach eine gute Zeit. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal kurz einen Cut. Ich suche wieder den Mega-Loot. Wir werden mal sehen, ob wir den kriegen oder nicht. Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Geduld ist eine Tugend bei Clash of Clans auf jeden Fall. Wir müssen uns ein bisschen in Geduld üben. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, der hat jetzt nicht so viel Loot. Allerdings können wir wahrscheinlich den Loot relativ leicht klauen, denn er hat ja hier nichts großartig, ja, an Verteidigung, die uns jetzt großartig Probleme bereitet. Und wir sehen ja schon, es sind einige Lager auch relativ weit außen. Oh, ja, natürlich hast du da eine Riesenbombe. Hier auch, ne? Nein, da hat er keine. Okay, hat der Fratz keine hingestellt. Ich habe so viele Bogies dabei. Warum habe ich so viele Bogies dabei? Warte. Dunkles Zerstören ist ja nicht nur gut. Das Zerstören von dem dunklen Lager ist ja nicht nur gut für die Quest. Nein, wir kriegen ja auch dunkles Elixier. Das ist auch gut. Ja. Das trinken sie sehr gerne. Oh, eine Riesenbombe. Oh nein. Oh nein, hat er Aua gemacht. Hat er meinem Superkobold, meinem Schleichkobold Aua gemacht. Oh nein, böser Fratz. So, da eins. Reicht das? Nein, nicht ganz. Okay, zack, 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 da noch was weg. Oh ja, was ist da? Was ist da? Ich hab was gehört. Ich bin eine schlaue Queen. Nein, bist du nicht.
Du hast es zwar gehört, aber du kannst mich nicht aufhalten. Noch ein bisschen schon. Nein, Skelettfalle, bleib bitte da. Ordones Splinters ist der Clan. Jetzt gucken wir mal. Da vorne ist doch richtig viel. Gib mir. Gib mir alles an Loot. Ich will auf jeden Fall die 50% auch noch mitnehmen. Dafür nehme ich immer einen Zeppelin mit. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen dafür einen Zeppelin. Ja, das ist auch weg. Perfekt. Wir nehmen jetzt hier die Gebäude noch eben mit. Ist zwar kein Loot mehr drin, großartig, ist aber egal. Dann, die Inferno-Türme interessieren mich nicht. Mich interessiert das in der Mitte. Wir räumen da schon mal eben ein bisschen auf. Ganz kurz mal ein bisschen. So. Ich meine, wenn wir sie haben, wenn wir die Bogies einmal haben, dann können wir die auch benutzen. So, tschüss, Gladi, war schön mit dir. Aber du musst jetzt leider schlafen gehen. Warte, ja, jetzt, so. König kann ruhig ein bisschen leiden. Ich will den Feger haben. Ich will den Luftfeger haben, hallo, dankeschön. Ring. Und jetzt, Moment. Eins. Und zwei. So, tschüss, runter mit dir. Rathaus holen. Oh, wir kriegen sogar die 50%. In dem Fall werde ich das jetzt mal einmal so machen, dass wir das durchlaufen lassen. Normalerweise hätte ich jetzt abgebrochen, aber in dem Fall lasse ich jetzt mal durchlaufen, denn wir kommen sehr nah an die 70% ran. Ah, nicht ganz. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit dem sehr nah an die 70%, nein. Aber zumindest 60%. Ah, wobei? Moment, Leute, bisschen nötig schon noch. So, du auch noch da weg, komm. Armeelager, bevor der König kommt. Der König sieht uns nicht. Nein, der sieht uns nicht. Der sieht uns doch. Die Adlerdev auch. No, ich sehe euch nicht. Doch, ich sehe euch doch wieder. Der unentschlossene König. Ja, ist okay, ne? 8000 Dunkles, 186.000. Und wie viel hat uns der Spaß gerade gekostet? Ich meine, das ist ja eh nur Josie gerade online. Also, wer wird mir jetzt wohl Truppen spenden? Ich weiß es auch nicht. Ich habe eine Vermutung. Ich habe übrigens mal eine andere Taktik jetzt ausgebildet, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Schleichkobolde hatte. So. Einen weg. Boah, sehr viele Wutzauber. 17 Minuten dauert das. Oh, ich habe aber genug Medaillen noch. Ah, ne, wir haben ja Trainingstränke geholt. Trainingstränke haben wir geholt. Wie viel hat uns das gerade gekostet? Das hat uns gekostet 98.000. Das ist verschmerzbar, das ist, ja, das war ungefähr 2/3 von dem Bonus, den wir bekommen haben. Das geht auf jeden Fall auch. Du kannst selbst, also, in Titan farm ich sehr ungerne. Ich sehe in Titan eigentlich keinen Mehrwert zu Champion und dann kann ich auch gleich in Legend gehen. Nächste Liga ist Champion 2. Die ist noch ein bisschen entfernt, die ist bei 3500. Wir sind bei 3335. Ja, wird noch ein bisschen dauern. Wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff, würde ich mal sagen. Unsere Helden sind noch am Schlafen. Es geht natürlich darum, noch ein bisschen was zu holen. 4 Tage, 2 Stunden. Muss ich vielleicht irgendwann tatsächlich mal eins der Bücher benutzen. Hier waren noch am Anfang ganz viele, oder? Wo sind die ganzen Bücher? Habe ich die alle schon benutzt? Das ist nicht so cool. Ehrlich gesagt. Ich habe nur noch ein Buch der Zauber. Das bringt mir was. Dann habe ich wieder was zum Farmen. 6,9 Millionen und 170.000. Haben wir was mit Dunklem? Ich glaube nicht. Mit Dunklem Elixier haben wir tatsächlich nichts mehr. Oh, die 11,2 Millionen für den hier. Den will ich haben. Den will ich maxed haben. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen noch. Dauert noch ein bisschen. Es ist immer cool, wenn du auch was zu tun hast. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, das ist ganz wichtig. Nicht nur bei Clash, natürlich auch im Leben generell. Weisheiten mit Fred. Also, kurzer Cut. Bis gleich. Ich nehme den mal mit, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Wobei, ich meine, was hat er überhaupt vor? Man muss ihm natürlich schon mal zugutehalten, alle Mauern aufgestellt, bis Level 13, Level 14 Mauer fehlt. So wie bei meinem WTF-Account, nur dass ich da alle Mauern habe. Du solltest niemals hier alles auf einen Fleck stellen. Also irgendwie, bei diesem Account, da fehlt es irgendwie an allem. Nein, und ich kann ihn nicht richtig besiegen. Ah, super. Ja, das ist echt Mist.
Das, was er an Base hat, hab ich irgendwie an Zaubern. Es fehlt nämlich irgendwie an allem. Es fehlt auch eine Belagerungsmaschine. Wollen wir trotzdem mal probieren? Ja, komm, ey, ich habe jetzt schon zu lange rumgeredet. Feger stehen ja eigentlich auch ganz gut für mich. Warte, wo ist der zweite? Der ist da vorne, okay. Na gut, na gut. Ich will eigentlich nur eben das hier kaputt machen, alles. Alles, was er da vorne hat. Alles, was er da vorne hat, ja. Vielleicht doch den Inferno-Turm, die Helden kaputt. Oh, den, ja, der ist schon weg, der eine Bogenturm. Der Tesla ist auch weg. Der Inferno-Turm ist auch weg. Wunderbar. 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 Oh, der X-Bogen ist auch weg. Jetzt kann mein König da in aller Ruhe reingehen. Warte, ich habe eine Idee. Wir nehmen uns mal eben ganz schnell den Inferno-Turm da weg. Oh, Inferno-Turm ist weg. So. Rein da, rein da, rein da. Alle rein da, bitte. Ganz schnell. So. Ah, ich habe auch noch so viele Bogies dabei. Was mache ich denn damit? Erstmal jetzt da rein, Leute. Komm. So, gezündelt. Valkyren sind noch da am Start. Oh, mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Tschüss, König. Und jetzt hoffentlich ganz schnell die Adler-Dev weg. Rathaus ist eh nicht... Oh Gott, die Adler-Dev. Guck mal, wie schnell die weg war. Ja, die Valkyren verstehen keinen Spaß. Das muss man wirklich mal so sagen. Die verstehen keinen Spaß und es ist irgendwo noch hier eine Falle. Ja, natürlich. Eine Riesenbombe. Oh, was für eine Überraschung. Eine Riesenbombe. Welche Überraschung. Welche Überraschung. Ich möchte die Bogies trotzdem noch wegwerfen. Beziehungsweise wegwerfen ja nicht. Wir benutzen sie ja noch. Ich habe es gesagt, Leute, baut nicht so eine Base. Baut nicht so eine Base. Aber wir haben sie auch noch nicht ganz zerstört. Die Valkyren sind weg. Die Königin lebt aber noch. Es wird nochmal knapp. Ey, wir kriegen sie auch nicht. Wir kriegen sie nicht ganz zerstört. Da fehlt es irgendwie am Ende fehlt es dann doch an ein paar Zaubern. Vor allem Sprungzauber, Erdbebenzauber. Eine richtige Belagerungskaserne oder beziehungsweise eine richtige Belagerungsmaschine, wie zum Beispiel ein Mauervernichter oder halt Kampfholzwerfer oder so, das hätte ganz gut funktioniert, das hätte ich mitgenommen. So ist das etwas schwieriger, aber ich, ja, so 90% könnten wir trotzdem noch schaffen, dass das, vor allem noch das Elex noch, komm. Komm. Ja, 89% ist okay, muss man dann auch mal mit leben, leider, dass wir nicht mehr holen können jetzt. Was war da noch los? Oh, noch durch die Gegend geflogen. Na gut. Was haben wir denn jetzt geholt? 1,2 Millionen, oh, 200.000 Bonus. Den nehme ich gerne mit 26.000, yes. Nehmen wir auch noch mit. Da können wir eigentlich noch einen machen. Ich habe ja jetzt wieder meine Farmarmee am Start. Weil der war, wobei doch, bei der Farmarmee immer den Zeppelin. Bei der Farmarmee immer den Zeppelin. Bei den restlichen Armeen können wir drüber reden. Ich nehme jetzt auch immer so ein paar mit. Einfach vielleicht nochmal zum Aufräumen am Ende. So, die Quests habe ich ja eh alle gemacht. Ich habe das Ereignis gemacht. Was habe ich sonst noch gemacht? Für den Season Pass habe ich das auch gemacht. Dankeschön an Queen. Wie gesagt, wir sind ganz alleine im Clan. Es ist sonst niemand da. Also, guter Cut. Bis gleich. Irgendwie habe ich Lust, den mal mitzunehmen. Ich werde auch gleich noch am Ende, bleibt auf jeden Fall dran, nach diesem Angriff euch noch was zeigen, was Cooles. Da werden wir gleich mal drauf gucken. Also, zunächst einmal machen wir an allen Ecken mal eben hier was weg. So, da fehlt uns noch was. Ich weiß nicht, ob der durchkommt. Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, der ist nicht mehr durchgekommen. Ist okay. Warte, ich habe aber eine Idee. 1, 2, 3. So, jetzt sind sie nämlich... Nein, der ist wieder... Ist wieder nicht durchgekommen. Ärgerlich. Ich dachte, der wäre ein bisschen geschützt durch die Schleichkobolde der Mauerbrecher, der Supermauerbrecher, aber war er nicht. Aber okay. Es ist ein bisschen was draußen, ein paar Lager sind auch innen drin, macht aber nichts. Die Schleicher sind ja echt einige Sekunden unsichtbar. Das machen wir uns mal zunutze. Warte mal. Ding. Da schon mal. So, 420.000 Gold hat er noch. Nicht mehr lange, nein, Riesenbombe. Au. Noch eine. Aber die zweite Riesenbombe war gut, dass die aufgedeckt wurde. Na, Adler-Dev schießt doch mal. Nicht schlau, da schon die zu setzen. So, das Ding ist down. 1, 2, 3. 300.000 Gold noch da. Die restlichen gehen da drauf. Und dann haben wir ja immer noch das Katapult. Den Zeppelin. Nein, das Katapult ist böse. Es macht mich kaputt. Böses Katapult. Dann halt so. Na, wir lassen es uns.
Oder lassen wir uns den Warden übrig? Ja, wir tun ihn mal dahin. So. Warden. Ja, es sieht ganz gut aus, ne? König ist jetzt dabei, gerade da unten drauf zu gehen. Also drauf gehen im Sinne von kaputt zu gehen. So. Ja, jetzt bitte noch. Ja, das Katapult kriegt meine Königin. Kriegt sie das noch? Ja, sie kriegt's doch. Sie kriegt noch beides. Sie kriegt noch beides. Ja, kriegt sie noch. So, Gladi hat auch schon was geholt. Zweite Stern ist, glaube ich, nicht in Reichweite. Der erste Stern ist auch knapp. Boah, das wird jetzt richtig knapp. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee, wir haben echt nur einen Zeppelin. Und die Zeit geht uns ehrlich gesagt auch aus. Ich glaube nicht, dass das so weit kommt. Das Zeppelinchen, die Feger sind da und da. Ja, komm. 2-1 Risiko. 2-1 Risiko. Aber es reicht. Es reicht. Nochmal sicherheitshalber ein Freeze drauf. Das reicht, das reicht, das reicht. Muss ich mitnehmen auf jeden Fall, denn wir werden es jetzt gleich sehen. Wie viel haben wir jetzt gleich geholt? 48%. Und jetzt werdet ihr genau sehen, warum ich das gemacht habe. 152.000 Bonus hat uns der Einsatz von dem Zeppelin gerade noch gebracht. Das war allerdings nicht das, was ich euch zeigen wollte. 2, 9, 6. No. Passt mal auf. Ich zeig's euch jetzt, nachdem wir die Truppen fertig haben. Also, ich wurde angegriffen von Ninja Pestmerch Germany. Ist ein deutscher Clan und ich konnte mich auch rächen. Ich hätte mich rächen können, allerdings mache ich das noch nicht. Und zwar, warum mache ich das nicht? Der Kollege hat noch viel zu wenig Loot. Ja, da warten wir noch ab. Da warten wir noch ab. Wir können nicht warten, wir besuchen ihn einfach. Das ist viel einfacher. Viele Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich warte auf dich. Ne, wir sehen das, die Lager sind gerade mal halb gefüllt. Er hat auch noch alle Arbeiter beschäftigt wahrscheinlich. Ja, die Ernte ist noch nicht da, mein lieber Freund. Die Ernte ist noch nicht da. Ich würde dir raten, hol dir ein Schild, denn ich warte auf dich. Ich komm dich holen. Ich warte nur, bis du ein bisschen mehr Loot hast. Das lohnt sich für mich noch nicht. Ja. Ich würde an deiner Stelle, würde ich mir ein Schild kaufen. Nein. Ist natürlich nur Spaß. Ich greife ihn natürlich trotzdem an, wenn ich die Möglichkeit habe. Die Chance ist relativ klein, weil er ja in Champions League ist. Und da kriegst du halt immer ordentlich Schild und ordentlich Village Guard. Aber nun gut. Wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.